Das Bild zeigt den ehemaligen Bauernhof meiner Eltern in Lauterbach, Schlesien, Kreis Reichenbach. Und nun sehen Sie einen Film über dieses kleine Dorf, welches südlich des Zockengebirges liegt. Sie sehen am Horizont rechts der höchste Berg, das ist der Gipfel des Zockens, wo jetzt eine Fernsehantenne installiert ist. Der Hügel links davon ist der Geiersberg. Auf beiden Hügeln sind rings um die Spitzen ehemalige Steinmauern der Kelten zu bewundern. Hier haben wir einen schönen Herbstfilm von Wojtek Jaworski, der im Oktober des Jahres 2021 gemacht worden ist. Im Mittelpunkt des Bildes erscheint nun unsere Kirche zum Johannes dem Täufer. Die Drohne fliegt weiter über die westlichen Ausläufer des Dorfes und im Vordergrund sehen wir nun die Umgehungsstraße, die neu gebaut worden ist. Die Drohne fliegt jetzt über den Wald in Richtung Rohrteich, den wir gleich in voller Größe und Schönheit sehen können. Am Rande des Rohrteiches sind Wochenendhäuser gebaut worden, die zu der deutschen Zeit noch nicht existierten. Hier sehen wir rechts des Teiches die Liesegewiese und am Rande des Teiches erkennt man noch die Schilfpflanzen, in die im Herbst unzählige Scharen von Staren und anderen Vögeln ihre Nachtruhe suchten auf dem Weg in Richtung Süden. Nun geht der Blick in Richtung Osten und wir sehen jetzt gleich im Vordergrund den neuen Friedhof, den die Polen kurz nach der Vertreibung der Deutschen angelegt haben. Wie man erkennt, sind nun schon viele Menschen auf diesem neuen Friedhof beerdigt worden. Jetzt taucht in der Mitte des Bildes die Siedlung der Straßenhäuser auf. Rechts die beiden Häuser sind völlig neu. Dahinter rechts auf der Straßenseite ist das Anwesen von Hermann Heinke. Und diesem Anwesen schließt sich dann in den Bäumen gelegen der ehemalige Hof meiner Eltern an. Die Scheunen, die auf dem Anfangsbild noch zu sehen waren, sind inzwischen abgerissen worden. Es ist eine neue Garage entstanden für Autos, die dort geparkt werden können. Nun sehen wir einen schönen Blick auf die Durchgangsstraße durch die Straßenhäuser, die in Richtung Lang-Seibersdorf, Schweidnitz führt. Gegenüber unserem Gebäude ist der Hof von Folter August. Hier nochmal links im Bild wunderschön zu sehen, der Gasthof von Karl Heinke, meinem Opa bzw. Onkel Hermann, der ihn dann von dem Opa übernommen hat. Links am Bild gegenüber dem Hof von Heinke ist das Anwesen von Widmer. Hier kann man sehen, wie groß die Gärten waren
bzw. auch noch sind. Der Teich im Garten von Hermann Heinke scheint zu versanden. Schilf hat sich über die Wasserfläche gelegt. Es ist nur noch wenig Wasseroberfläche zu sehen. Hier ein schöner Blick auf die Umgehungsstraße, die über eine Brücke führt. Rechts und links sind Schalldämmwände eingebaut und die Straße geht dann in die Eichberge. Hier ein Blick auf die Kirche. Links vorne ist das Anwesen von Mücke. Und über dieses Anwesen mussten wir immer zur Schule gehen. Gefürchtet waren die Gänse und vor allen Dingen der Garnsch, der uns immer angegriffen hat. Hier ein schöner Blick wieder auf die Kirche und im Hintergrund unser Schulhaus. Und links vom Schulhaus sehen wir die Nepomuk-Kapelle. Rechts von der Kirche ist ein neues Gebäude. Nun können wir am Bild das neu gebaute Haus von Janina sehen und wir fliegen jetzt in Richtung Osten die Hauptstraße des Dorfes hinunter in den unteren Teil des Dorfes. Im Hintergrund können wir die Kirche von Pantenau erkennen und in der Richtung liegt natürlich auch Heidersdorf. Rechts das Bild jetzt in der Mitte ist der sogenannte Felix-Gasthaus und das große weiße Haus ist das Gasthaus von Alfred Tamm, der ja bekanntlich damals eine sehr interessante Taubenzucht hatte. Nun fliegen wir über das Anwesen von Bonke Alois und bewegen uns die Straße in Richtung Osten. Und am Ende des Dorfes liegt bekanntlich der Bauernhof von Erich May. Seine beiden Söhne und auch die Tochter Alice sind schon lange verstorben. Auf der rechten Seite ist der neue Sportplatz der Gemeinde Sinjavka und dieser Sportplatz war damals noch nicht vorhanden. Der ist erst später angelegt worden. Am rechten Bildrand können wir die Teiche sehen, die hinter dem Dominium, also hinter unserem Dominium angelegt worden sind. Ich habe den Eindruck, dass sie sehr gut nun gepflegt worden sind. Man hat sicher die einmal abgelassen und den Grund und Boden gereinigt und wieder mit neuem Wasser gefüllt. Wir sehen jetzt nun in die Eichberge hinein und am Horizont können wir ganz schwach die Bergzüge des Eulengebirges sehen. Die Kamera zeigt jetzt wieder in Richtung Norden in das Dorf und gleich wird auch wieder das Massiv des Zoptens zu sehen sein. Hier auf der linken Seite nochmal der sogenannte Gosterteich und die Gebäude des Dominiums. In der Mitte das Schloss, welches in fränkischer Bauweise, in fränkischem Stil, Fachwerkstil erbaut worden ist. Jetzt geht der Blick wieder in Richtung Osten, also hinunter nach Strehlen, Heidersdorf und so weiter. Die Kamera beschäftigt sich noch mit den Gebäuden des Dominiums. Hier nochmal hinter dem Dominium die Teiche und der Blick geht jetzt
in Richtung Groß Ilgut. Schön zu sehen, das Fachwerkgebäude des Schlosses, in dem bekanntlich der Inspektor Hein die Verwaltung hatte. Das Schloss selbst gehörte dem Grafen Seydlitz-Sandrewski, dem größten Grundstückbesitzer im Kreise Reichenbach. Hier können wir nochmal auf der rechten Seite die Schmiedekurve sehen. Und nun fliegen wir über die Dorfteiche, in denen scheinbar das Wasser momentan abgelassen worden ist. In diesen Teichen wurden immer die gefangenen Karpfen des Rohrteiches ausgesetzt, um sich dort zu erholen und in dem sauberen Wasser den schlechteren Geschmack abzulegen. Links von der Kirche ist ein neues Gebäude, welches zu der Zeit, als die Deutschen noch lebten, nicht vorhanden war. Da stand ein anderes Gebäude. Jetzt am oberen Bildrand sehen wir die sogenannten Straßenhäuser, die wir schon überflogen sind. Und wie gesagt, wir mussten von der Schule über die Felder immer dann in die Straßenhäuser wandern. Am Horizont sehen wir den berühmten Jonsberg bei Wettrisch, beziehungsweise nicht weit von Jordanswil, auf dem das älteste Bismarck-Denkmal Deutschlands ist. Hinter den Straßenhäusern sehen wir den Wald, einen sogenannten Heimlichlane, der Birkenwald. Vor dem Zopten liegt natürlich unsere Nachbargemeinde Schlaupitz. Hier wieder der Blick hinüber nach Langseibersdorf. An der Spitze konnten wir die Kölschen Berge erkennen. Jetzt geht die Kamera wieder auf die Eichberge zu. Wir sehen die Umgehungsstraße, die in den Eichbergen wieder auf die alte Straße trifft. Hier der Kirchturm wieder, die Schule links davon. Und links von der Schule kommt nun ins Bild die bekannte Nepomuk-Kapelle, die dort schon eine Ewigkeit stand und steht. Hier sehen wir auf die Bäckerkurve links das Haus von dem Klosigbäcker. Und nun können wir bei wunderbarem herbstlichen Blick hinüber sehen zu der Domäne mit den Teichen auf der rechten Seite. Ganz in der Mitte des Bildes ist die Kirche von Pantenau zu sehen, die ja bekanntlich auf einem kleinen Hügel stand und von allen Feldern sehr gut zu sehen war. Am Horizont auf der linken Seite sehen wir den Wald, die sogenannten Hellerberge, in denen zu Geisterstunde immer ein Reiter durch die Gegend galoppiert ist und der immer heller, heller geschrien haben soll. Für uns Kinder war die Geschichte natürlich immer sehr schaurig und machte uns große Angst. Überhaupt gab es damals eine große Anzahl von Gruselgeschichten, die uns nachts manchmal nicht einschlafen ließen. Hier nochmal eine schöne Aufnahme. Die Drohne steigt langsam in größere Höhe. Im Vordergrund haben wir wieder das Dominium und im Hintergrund herangezoomt die
Schlesischen Berge, das heißt den Zopten, und links wieder den Geiersberg und davor die schöne kleine Gemeinde Schlaupitz. Hier sehen wir noch einmal unseren Drohnenkameramann, der sich von uns mit seinem Gerät und dem Winken verabschiedet. Danke für die Aufnahmen.